Hallo Leute, ja, es geht weiter mit Avalon Code. Ja. Mikrofon einstellen, so. Und ja, wen können wir eigentlich noch ansprechen? Ich weiß jetzt momentan nicht. Ja, okay, ich gehe mal raus. Okay, die Katze will irgendwas Unbedingtes, aber ich weiß jetzt nicht, was sie genau will. Ich erfülle mal ihre Wünsche. Vielleicht kommt da auch irgendein Ereignis. Was magst du denn hier? Hütte, Haarschmuck, Brot, Süßigkeiten. Puppen habe ich schon gezeigt, Brot habe ich glaube ich auch, Süßigkeiten. Okay, das kann ich ja noch kurz zeigen. Hängen wir, ja, ist klar. Zubehör, Kopf. So, nicht das. Yep. Schon wieder das, warum nicht was Neues? Verdammt, ich habe euch das schon gezeigt. Objekte. Kuchen. Das mag sie ja so sehr. Ach, verdammt. Fehler. Fail. Zeigen. Verdammt. Objekte. Kuchen. So. Okay, darüber hat sie sich sehr gefreut. Okay, darüber macht sie nichts. Ich hasse dich, kleines Mädchen. Und das hier. Und was magst du, Rex? Ah ja, der mag ja Puppen und so alles. Schwerter, Brustplatten. Warte, Brustplatten haben wir noch nicht gezeigt. Nein. Zeigen. Okay, wir haben kein Mana. Zwei Fehler. Ach. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich Mana habe. Okay, es geht weiter. Ja, ich habe das jetzt kurz gemacht. Und jetzt zeige ich Ihnen etwas. Zubehör. Brust. Das hier. Okay, jetzt redest du mit uns. Was macht er auch noch? Keine Ahnung mehr. Zeigen. Was mag er noch? Geschoss, glaube ich, macht er auch, oder? Ah, okay. Ach, der sagt nichts, okay. Okay, aber was soll ich jetzt noch machen? Warte, mochte sie eigentlich Kuchen? Das weiß ich gar nicht. Was mochtest du? Arschmuck, Flüge, Flaschen. Habe ich ihr alles eigentlich schon gezeigt? Ich weiß gar nicht. Reden. Okay. Zeigen. Objekte, Flaschen, so. Okay, das haben wir jetzt auch getan und okay, die sagt nichts mehr. Okay, was kann ich noch machen, verdammt? Was kann ich noch machen? Ich weiß es nicht, Leute, ich schwör auf alles, ich weiß es nicht, was ich jetzt noch machen kann. Und du hast irgendwas zu erzählen? Ach, du bist sowieso gegen mich, du depressiver Bastard. Und du, hast du was zu erzählen? Ach, ich glaube, ich fange jetzt mal mit dem Turnier an. Wenn ich was vergessen habe, sagt es mir, Leute, ich mach's danach. Nö. Was kommt denn jetzt? Hey, Roxas. Hä? Gerätst du wieder in die Klemme? Pass besser auf. Du bist manchmal wirklich langsam. Hey, ihr der Bauern, was gibt's hier zu reden? Du... das geht dich nichts an. Dann entschuldigt meine Einmischung. Ist eure tolle kleine Freundschaft. Hahaha. halt die Fresse, du verwöhnter kleiner Bengel. Große Worte für einen Bauern. Upsi! Warum? Was? Diese Puppe, wo hast du sie her? Diese blöde Ding? Wen kümmert's? Ich habe sie für Franziska gekauft. Sie gehört meiner kleinen Schwester. Wie bitte? Fällt dir keine bessere Lüge ein? Du hast gar keine kleine Schwester. Ich bin mir ganz sicher, das ist die Puppe, die meine Schwester immer hatte. Und was kannst du da schon machen? Sie gehört jetzt mir. Ich habe anständig und ehrlich dafür bezahlt. Ich weiß es einfach. Das ist die gleiche Puppe. Ich schwöre es, ich kriege sie zurück, egal wie. Oh, tut mir leid, Roxas. Ich habe gerade an etwas gedacht. An etwas, das schon lange her ist. Hilf ihm.
Was sagst du? Wobei willst du mir helfen? Verdammt, du hast mich durchschaut. Das ist mein Problem. Ich will dich da nicht reinziehen. Ich mache mich fertig. Geh also nach Hause. Sie ist wahrscheinlich im zweiten Stock seines Hauses. Okay. Da gehen wir jetzt mal einbrechen. Nee, 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 nee. Dieser Romanini, der ist echt scheiße drauf. Gehört seiner kleinen Schwester, aber trotzdem will er es nicht geben. Okay, wo ist die jetzt? Ah, da ist die. Okay. Was? Rezept? Wollte ich ein Rezept haben? Verdammt, okay. Draufklicken. Tipp. Ach so. Ja. Ja, okay, dann muss ich das mal offscreen das dann machen, verdammt. Okay, okay, okay. Also, und wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich glaube, ich habe die Lösung. Verdammt. Okay, es geht weiter. Okay, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Das ist einfach zu schwer. Wenn einer von meinen Zuschauern das weiß, bitte zu den Comments schreiben. Ich weiß es momentan nicht. Ich will es auch jetzt momentan nicht wissen, weil ich jetzt etwas gestresst bin, weil ich nicht weitergekommen bin. Ah, verdammt. Bin kaputt. Ja, ich werde da teilnehmen. Was kann ich eigentlich noch machen? Maus bitte weg. Wie viel MB hab ich? Ah, wenig. Okay. Was kannst du sagen? Ach, okay. Okay. Was gibt's hier? Okay, will ja nichts sagen. Verdammt, was gibt's denn hier zu sagen noch? Hauchi, reden. Okay. Was kann ich noch in dieser verdammten Stadt noch machen? Verdammt! Okay, was kannst du noch zu reden? Nochmal reden? Kaufen? Ah, red doch nicht so viel. Du redest einfach zu viel, Maka. Reden? Ach, du willst die wilden Kekse, dann hol dir welche, verdammte Biatsch. Soll ich jetzt ihn ansprechen? Ja, ich spreche ihn jetzt an. Warte, ich kann dir noch etwas zeigen. Was mag er denn? Was magst du denn hier? Katana, Schwerter, Schilde, Kuchen, Elfentränen. Okay. Zeigen. Waffen. Schilde mochte er auch. Ich wusste, dass du da durchkommen würdest. Okay, jetzt nochmal reden. Okay, jetzt kommt etwas. Das Turnier findet schon bald statt. Willst du nicht auch teilnehmen, Roxas? Komm schon, du bist so weit gekommen. Warum willst du nicht mit teilnehmen? Bitte, denk wenigstens darüber nach. Spiele ich mit deinen Freunden darüber. Reden. Ist willkommen, ich bin sicher, die Menge wird begeistert sein. Rede mit deinen guten Freunden darüber und halt die Ohren steif. Okay, mit meinem guten Freund, denn da meint er wohl Rex, oder? Okay, dann werde ich mit Rex reden. Wenn er das unbedingt will, werde ich mal mit meinem besten Freund Rex reden. Wo ist er denn? Ah, da kommt er jetzt. Hey, Roxas! Natürlich nimmst du am Turnier teil. Ich habe meine Beziehung spielen lassen und schon warst du registriert. Ziemlich gerissen, was? Du wirst sowas von gewinnen. Immerhin bist du Kalalas Höllenstern. Ja? Reden? Hat denn gerade gesagt, einen zweiten Stock? Hat er doch einen zweiten Stock gesagt? Ach, egal, ich vergesse es. Ich sag einfach dazu nichts. Ich glaube, Minja, das kleine Mädchen, ist die Schwester von Rex, aber Rex kann sie nicht sehen. Ja, Roxas, nimmst du nun teil, ja? Dein guter Freund Rex hat gerade deine
Deine Teilnahme ist erfreulich und wird die Masse sicherlich begeistern. Hahaha, ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Ach, nach zehn langen Jahren ist Ruto endlich da. Ich habe meine Kunst perfektioniert, der Sieg gehört mir. Nicht so schnell, Hammer des Nordens, Bombe des Westens. Ah, Gustav, das Schwert des Ostens, wie ich sehe, unverändert. Ruto hat viel trainiert, staunt über meine geheimen Techniken. Und wo bleibt die alte Schachtel von der Dolchhochschule des Südens? Anscheinend nehmen wir nur 3 Schulen teil. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ja, ich habe sie ja zu unserer... Ach, egal. Aha, die Hexe zeigt ihr Gesicht. Vertrittst du die Dolchhochschule des Südens? Ja, das werde ich. Seid ihr enttäuscht? Aha, 50 Punkte. 50 Punkte. Du bist nicht sehr furchteinflößend. Nicht so wie die alte Hexe. Vielleicht nicht, aber dafür sehe ich besser aus. Das sind große Worte, Hexe. Boah, was ist denn mit denen los? Das ist doch cool. Alle 4 großen Schulen beisammen. Roxas, nachdem ich hier, werde ich frei sein. Das hat mich Großmutter Illy gelehrt. Wie dem auch sei, meine Schule wird als Sieger aus dem Turnier hervorringen. Denn niemand aus meiner Schule ist hier. Unglaublich, aus Rotos Schule auch. Aus meiner Schule auch. Ach ja, nun, ich habe auch eine tolle Unterstützung an meiner Seite. Das wird ein Spaß. Komm, Roxas. Roxas hat die Fähigkeiten meiner Schule erlernt. Du lernst Rutus tödliche Angriff. Ich lerne meine stärksten Angriffe. Schön und gut, aber Roxas und ich und mich verbindet etwas Spezielles. Jetzt wartet mal, Roxas. Wird sich für einen von uns entscheiden. Roxas, welche Schule willst du vertreten? Wenn du dich nicht für eine entscheidest, musst du gehen. Ach du Scheiße, muss ich jetzt für eine Schule entscheiden? Verdammt. Welche Schule soll ich gehen? Ich will nie zu Gustav, aber... Warte, kann ich auch rausgehen? Du wirst keine Schule vertreten? Und schließt du dich da einer Schule an? Okay, ich muss mich einer Schule anschließen. Warte, die mag ich. Den mag ich auch so. Der stinkt. Okay, ich mach bei Gustav mit. Ja. Ich mach bei Gustav mit. Herr Fong, jetzt gehörst du meiner Schule an. Zeit, das Training zu verschärfen. Und wo ist unser antierender Sieger? Ich werde dir zeigen, dass Rutos Schule die stärkste im Turnier ist. Rutos wird eine Menge essen, um sich vorzubereiten. Viel Spaß. Viel Erfolg im Turnier. Ich werde mit meiner neuen Erfindung am Turnier teilnehmen. Okay. Du hast dich nicht die deutsche Schule des Wins gewählt. Trotzdem viel Glück im Turnier. Wir sehen uns beim Turnier wieder. Okay. Irgendwie habe ich Angst. Kommt jetzt irgendwas Böses von denen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ganz und gar nicht. Okay, soll ich jetzt wieder hingehen und was passiert dann? Okay, es passiert nichts. Okay, passiert wohl nichts. Dann gehe ich mal zu Gustav und spreche ihn mal an. Gustav, wie geht's dir denn, du alte Sau? Rein mit uns. Gustav, rede mit uns. Reden. Von 2 an Wettkampf teilnehmen. Wir werden auf keinen Fall verlieren. Wie 2 werden da teilnehmen? Okay. Okay, was kann ich noch machen? Was kann ich eigentlich noch machen? Okay. Okay, das wollte ich nicht. Und du bist jetzt wütend auf mich? Wenn Holly auftaucht, muss ich vielleicht gegen sie kämpfen. Okay, ich muss gegen diese ganzen Leute kämpfen, verdammt. Okay, dann beende ich den Part hier. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.